Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Wunschhausen, herzlich willkommen in City Skylines. Da sind wir und wir sind am Rande der Dollarburg. Ihr seht es hier oben rechts, da ist unser Tower, da ist unser Flughafen. Den haben wir beim letzten und vorletzten Mal gebaut. Und ja, hier ist richtig was los, wie ihr seht. Das ist die U-Bahn-Station. Hier kommen sie alle raus, wollen alle durch die Dollarburg durch, so wie es ausschaut. Ich denke mal, wir bauen noch eine zweite U-Bahn-Station und verbinden die miteinander. Das sollten wir vielleicht einfach mal tun. Und dann eventuell die ganzen Linien tatsächlich nochmal ein wenig ändern. Also gerade auch die Buslinie müssen wir noch ändern. Aber das muss jetzt kurz noch warten. Ja, das muss jetzt auf jeden Fall noch kurz warten. Jetzt muss ich hier mal einmal gucken. Das war, genau, diese beiden Linien. Die müssen geändert werden. Und wir müssen eine Linie, die hier oben, was die U-Bahn betrifft, ankommt, dann auf jeden Fall auch noch mit hier irgendwie reinziehen. Entweder das oder wir machen dann auch eine Linie von hier durch alle möglichen Stationen durch und dann müssen sie halt hier oder hier umsteigen, um zum Flughafen zu kommen. Das wäre, glaube ich, die bessere Alternative. Dann haben wir nämlich nicht ganz so viel zu tun. Und das sollte besser funktionieren. Jetzt bin ich am Überlegen. Also hier eine U-Bahn-Linie und vielleicht hier direkt auch noch eine rein. Das wäre vielleicht ganz gut. Und dann müssen wir später sowieso die, die Buslinie noch ändern. Oh, das geht ja gar nicht. Da ginge das, da ging es wieder nicht. Und hier geht es mal generell. Naja, hier sagt er, jetzt ging es, oder? Dann würde ich jetzt nee, da sagt er, wegen den Straßen geht nicht. Also ich würde das schon ganz gerne an einer Hauptstraße haben. Das wäre dann hier, wo es noch ginge, okay. Da ginge es und, ja. Machen wir es hier gegenüber der Polizeistation hin. Ich denke, das ist schon mal nicht so übel. Jetzt ziehen wir direkt und sofort das Ganze einmal so. Ziehen das Ganze einmal. Ja, das wird funktionieren. Hier dran. Ziehen das Ganze einmal. Jetzt muss ich überlegen. Hier. Na, eher so. Da dran. Haben wir jetzt eine saubere Kreuzung? Haben wir. Und ziehen. Ziehen das Ganze einmal nach unten. In diese Richtung. Und ziehen das Ganze hier noch einmal rum, damit wir auch an diese Station nämlich rankommen. Okay, aber jetzt dürften wir alles abgedeckt haben. Sieht auch wieder lustig aus und interessant aus, aber ist ja mitunter auch mal notwendig. Okay, dann neue Linie. Ja, die ziehen wir, aber da brauchen wir jetzt eigentlich nur eine Linie. Das heißt, ein bisschen schlauer überlegen. Naja, die müssen von hier aus auch ins Industriegebiet. Da müssen wir jetzt tatsächlich dann mal schlauer überlegen. Dann fangen wir hier mal an. Neue Linie. Gehen hier rum. Ja gut, von hier kommen die ja eigentlich. Stimmt, von hier kommen die ja überall rein. Und wo wir hin müssen, ist logisch. Das ist hier. Auf jeden Fall wieder Shopping Plaza. Und in diesem Fall sogar würde ich meinen, hier oben hin. Ja, zumindest mal so angerissen. Da können sie ja dann umsteigen. Dann geht es hier wieder raus.
Habe ich den Shoppingplatz? Habe ich jetzt noch gar nicht, ne? Über den Kirschhügel. Dann fahren wir jetzt mal. Ja, vom Kirschhügel nach hier in das Wohngebiet. In dieses Wohngebiet rein. Gehen dann hier. Hierhin gehen zum Shopping Plaza. Gehen hier. Ach so. Das ist ja jetzt auch nicht so schlau. Da fährt er jetzt quasi hier komplett. Dann kann er auch hier anhalten. Und fertig. So, dann haben wir unsere U-Bahn-Linie schon. Die einen Großteil abdecken sollte. Shopping Plaza immer ganz wichtig, auch wenn sie hier auch shoppen können. Aber ist halt mitten in der City. Und ich bin am Überlegen, hier die ganzen Trade-Gebäude aufzubauen, die ich da mit runtergeladen habe, wie ich. Was ich übrigens nicht wiederfinde, den Central Park runtergeladen habe. Ich weiß gar nicht, wo ist denn der dann, wenn ich den nicht wiederfinde? Das muss ich mir echt nochmal überlegen. So, und dann sehe ich, hier könnte ich eigentlich auch direkt schon von der Autobahn runter, ne? So. Mache ich das mit den großen? Nee. Mache ich auch wieder mit den kleineren. Und gehe dann hier einmal hin. Und gehe hier einmal hin. So. Ich denke auf diese Weise. Ja. Ich denke, das ist so ganz gut. Dann kann ich den auch so lassen, wie er ist. Oder ich baue da auch nochmal so einen hin. Das ist hübscher und es ist kleiner. Dann kann ich nämlich von hier aus auch nochmal, aber dann habe ich den eigentlich schon wieder zu hoch gesetzt. Beziehungsweise ich lasse hier nochmal eine Autobahn durchgehen. Das, das wird dann aber langsam ein bisschen viel mit Autobahn, finde ich. Ja, nee, hier machen wir so abfahren. Hier machen wir da auch nochmal so ein Kreuz hin. Eventuell, dass die halt in alle Richtungen abfahren können, aber dann soll das ausreichen. Und diese Autobahn, die ziehen wir von hier aus quasi nach oben hindurch. Hier so dann rum, dass die dann hier oben irgendwo aufeinandertreffen. Ich glaube, das wäre ganz gut. So, wie geht es dann eigentlich unseren Leuten insgesamt? Wollen wir doch mal gucken. Das war, wo war denn das? War hier, ne? Ja, insgesamt würde ich sagen, geht es denen ganz gut. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, da sehe ich das gar nicht. Wo habe ich denn das dann? Habe ich das hier? Ja, geht es denen auch insgesamt? Das sind auch Sachen, die ich komplett abgenommen habe, weil ich dachte, brauchst du weniger. Hier könnt ihr sehen und hier könnt ihr sehen. Davon brauchst du nicht weniger, davon brauchst du immer mehr. Da kannst du echt machen, was du willst. Hier seht ihr auch, die sind immer noch nicht zufrieden. Ja, obwohl die hier richtig viele Dinge dran haben. Aber ich kann ja hier mal nett sein und kann denen hier einfach funktioniert. Einmal so einen Walking-Platz hinsetzen. Kann ich euch gleich einmal zeigen. Und was ist denn das? Okay. Ach so, botanischer Garten. Ja klar. Was habe ich denn hier an? Beachvolleyball. An der Ecke ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, außer dem Walkingplatz habe ich hier auch nichts. Ich könnte hier höchstens eventuell so ein Parkding noch hinsetzen. Nur setze ich, ja, wo setze ich das dann hin? Das wäre ja quasi direkt daneben. Das müsste aber auch. Na nö. Können wir uns jetzt mal angucken. Ah ja. Oh, das ist doch ein. Ach, das ist auch ein Parkplatz. Ah, verstehe. Na okay, dann haben die jetzt hier auf jeden Fall mehr als ausreichend Parkmöglichkeiten.
an dieser Ecke. Und dann sollte ich einfach, damit die liebe Seele ihre Ruhe hat, das Ganze dann vielleicht so machen. Weil, wenn die auf der anderen Seite wollen, ist ja dann nicht so gut, wenn sie einfach so über der Straße laufen. Machen wir eine kleine Fußgängerampel dahin. Okay, wo sind wir denn jetzt? Wir brauchen schon wieder Wohnung. Das ist, wenn man auf Turbo stehen hat, dann geht das alles so wahnsinnig schnell. Tun wir jetzt die Wohnungen hier hin. So. Dann müssen wir auch mal gucken, ob es eventuell sein kann, dass wir weitere Schulen brauchen. Und weitere Arztpraxen und so ein Kram. Das müssen wir jetzt alle mal, aber das sieht so eigentlich noch ganz gut aus. Apropos Friedhofsbelastung. Was sagt denn unser... Der ist immer noch in der Entleerung. Jo. Verstorbene aufbewahrt? Null. Ja, dann ist der doch leer. Dann weg damit. Jo. Und einen Friedhof möchte ich da schon stehen haben. Aber dann nehmen wir den kleinen, normalen Friedhof. Und da muss ich mal gucken. Rübsims, dass ich den komplett rausschmeiße. Bei so einem kleinen, das lasse ich mir auch gefallen. Der ist nach der Zeit dann auch voll. Ne? Und der kostet auch Unterhalt. Und hat nicht ohne Ende Leichenwagen. So. Das sieht auch hübsch aus. Viel schöner. Okay. Auf dem Foto zu Rippfriedhof sah das allerdings auch ganz anders aus. Muss ich auch mal so sagen. So. Jetzt sagt er schon wieder, dass der mit Gewerbe anfängt. Das soll... Aber Büros braucht er auch. Okay, dann machen wir hier jetzt Büros. Ist auch nicht verkehrt. Und machen hier dichtes Gewerbe an der Ecke. Ja. An dieser Ecke, ja. Okay. Und Wohnung brauchen wir auch wieder. Setzen wir... Entschuldigung. Kannst du gleich wieder abnehmen, Kollege. Machen das nämlich dann einfach mal so. Also wachsen wir jetzt erstmal hier bis zur Autobahn runter und dann können wir nach oben weiter wachsen. Aber so kriegen wir die Dollarburg dann einfach mal hübscher. Und ich denke, das sieht schon ganz gut aus. Auch diese Häuser, also die sind erstaunlich hübsch. An sich mag ich so eine Kästen überhaupt nicht. Ich mag keine Hochhäuser an sich. Jetzt von der Optik her. Aber ne, die sind erstaunlich hübsch. Okay. So. Die Buslinien wollte ich noch ein bisschen verbessern. Ne? Aber das jetzt zu machen, das muss ich auch irgendwie machen, wenn ich hier soweit klar bin. Dass ich hier oben auch noch ein bisschen hingewachsen bin. Und so lange müssen die halt jetzt noch mit Auto klarkommen. Und mit U-Bahn. Da geht ja auch schon mal. Ja, der Zug, der fährt jetzt hier fröhlich einmal mitten durch die Stadt. Das ist nicht schlimm. Sowas darf ruhig sein. Und, okay, die fahren hier alle mit dem Auto runter. Statt mit der U-Bahn. Jungs, Mädels. Wie sieht's aus? Macht das mal richtig. Fahrt mal ein bisschen umweltfreundlich. Seid mal so nett. Jetzt würde ich tatsächlich gern im Ego-Modus einmal mal durch die Dollarburg durchfahren. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil die hat sich doch jetzt schon stark vergrößert, stark verschönert. Jetzt braucht er immer noch Gewerbe. Okay, ein bisschen Industrie. Sagt er, braucht er auch noch. Quatsch. Ich habe doch vom Gewerbe gesprochen. Warum nehme ich das dann? Komm, das bisschen Gewerbe, das machen wir jetzt hier noch hin. So. Auf der Seite. Okay, und das können wir dann auch hier machen. Und hier sowieso. Weil das machen wir immer, aber das machen wir nicht jetzt. Und das hier bleibt dann einfach mal frei, das Stück. Und dieses auch. Da machen wir dann Bäumchen hin. So, dann brauchen wir noch Wohnung, sagt er. Die knallen wir jetzt hier hin.
Und die knallen wir hier hin. Okay. Dann ist die Ecke nach unten hin nämlich voll. Jo. Und dann können wir nämlich jetzt nach oben hin noch ein bisschen arbeiten, also bis hierhin halt. Und können dann unsere Buslinien setzen. Naja, und hier... Vielleicht sollten, das sollten wir vielleicht erst noch mit reinnehmen. Von wegen Buslinien. Das kann jetzt auch weg, ne? Den brauchen wir definitiv nicht mehr. So. Dann ziehe ich hier nochmal eine größere durch. Ich glaube ja. Nicht die ganz große. Die gefällt mir einfach nicht. Okay. Dann ziehen wir die nämlich jetzt hier durch. Und hier wieder dran. So. Und von da kommen dann die kleinen Straßen wieder raus. Ich denke, das ist ganz okay dann. Am besten so, ne? Würde ich jetzt mal meinen. Und dann so. So. Und einen noch hier in die Mitte. So. Dann hätten wir das. Können ihn hier reinziehen. Den müssen wir jetzt einmal hier herunterziehen. Und machen dort eine Kreuzung. Jo. So. Machen wir das. Ja, komm. Machen wir mal. Und hier sind wir jetzt auch mal so frech. Und machen das auch mal. Ziehen den dann hier wieder rum. Und hier wieder dran. Okay. Und von hier ziehen wir hier eine durch. Und von hier ziehen wir hier eine durch. Okay. Das soll reichen. Dann hätten wir die Ecke auch durch. Gehört dann alles mit in dem Bereich mit rein. Alles die Dollarburg. Okay. Gut. So gefällt mir das. Glaube ich. Wird sich noch rausstellen. Wenn ich den Verkehr sehe, was da alle für Mumpitz läuft, dann sehe ich das, ob mir das gefällt. So, dann kommt hier auch richtig schön... Ne, hier machen wir jetzt mal leichtes Gewerbe. In dieser kleinen Ecke. Und direkt daneben machen wir dichtes Gewerbe. Oder wir machen das bis hierhin dicht. Und das hier auch noch leichtes Gewerbe. Einfach nur damit ein bisschen... Ups. Abwechslung da ist. So. Nur darum geht es. Okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen Bürogebäude. So, würde ich meinen an dieser Ecke. Können wir eigentlich hier und hier hinsetzen? Denke ich. Und zwar direkt, weil es überhaupt nicht schön ist, bis an die Straße. Okay, das sind dann für die Leute, die sich teure Büros nicht leisten können. Da ist schon wieder jemand am Versterben, der nicht abgeholt wird. Warum? Na, zumindest stirbt er direkt neben der Kirche. Ist ja schon mal praktisch, ist die Trauerfeier gesichert. Hat der Bus jetzt den Toten abgeholt? Da war doch gerade ein Bus. Das ist aber ein freundlicher Bus.
Ja, und dann gucken wir mal, was wir hier noch so hinstellen können. Können wir denn mittlerweile wieder was aufstellen? Weiß ich gar nicht. Dort müssen wir hin. Oh ja. Ein Wissenschaftszentrum. Dann tun wir das doch mal hier irgendwo hinstellen, wo es hinpasst, wollte ich sagen. Tut's aber nirgendwo. Doch. Hier. Naja, die müssen dann halt mit... machen wir so. Und als Puffer hauen wir da jetzt ein großes Haus zwischen. Okay, da war ich aber nicht. Ich war hier. So, ein Expo-Center. Ja, da, hier haben wir ja auch noch so ein bisschen, ne? Wo wir noch was machen können. Was ist denn das hier? Turm der hohen Zinsen. Den kann ich aufstellen. Ich habe doch gar keine hohen Zinsen. Das Aquarium. Ja, das würde ich ganz gern hier hinstellen. Das Aquarium. Ja, dann machen wir das so, dass diese Gebäude jetzt hier hinkommen. Okay, machen wir das dorthin. Und den Turm der hohen Zinsen, den machen wir offensichtlich nirgendwo hin. Weil er nicht passt. Der passt auch nicht hier rein, oder? Es sei denn, ich würde da die Straße wegnehmen. So, da würde ich ihn nicht rankriegen und hier würde ich ihn auch nirgendwo. Dann lohnt sich das auch nicht, da Straßen wegzunehmen. Ich könnte den aber hier hinsetzen. Dann machen wir das doch einfach. Und was ist das? Ach, der Times Square Tower. Den habe ich doch schon. Naja, meine ich doch. Okay. Jetzt haben wir hier noch ein paar nette Sachen stehen. Turm der hohen Zinsen. Ich habe so niedrige Zinsen und ich kann den Turm der hohen Zinsen bauen. Naja, zumindest ist der Turm ja auch hoch. Das verspricht ja schon mal ein bisschen was. So. Haben wir denn Touristen? Nur 5 Stück? Da darf noch ein bisschen was kommen. So. Eigentlich müssten die doch auch über den Bahnhof kommen. Touristen. Ist ja ans Schienennetz angeschlossen. Aber es kommen absolut keine Personenzüge. Die sind also offensichtlich nur für den innerstädtischen Verkehr gedacht. So, hier sieht es immer noch ganz gut aus. Das ist auch sehr schön. Ja, das sieht auch ganz nett aus. Okay, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spiel. Lasst einfach einen Daumen nach oben da und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Lasst mir ruhig ein paar Gedanken dazu da, was ihr bis jetzt von der Stadt so haltet. Das wäre ganz schön. Ja, was haltet ihr davon, wo ich den Flugplatz hingebaut habe? Ihr habt schon wieder ein Müllproblem? Kollegen, ich glaube, ich muss euch das ganze Müllproblem mal ein bisschen näher an die Stadt ranbringen. So, was haltet ihr von der Dollarburg etc. pp.? Also, bis dahin, wir hören uns. Bye, bye.